Herzlich willkommen zu Quadriga, dem internationalen Talk aus Berlin. Seit Anfang Juni gehen in Hongkong hunderttausende Menschen auf die Straße und das trotz Druck und Drohungen aus Peking. Zuletzt demonstrierten bis zu 1,7 Millionen Hongkonger friedlich für ihre Rechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Die Polizei griff nicht ein, anders als in den vergangenen Wochen, als Sicherheitskräfte massiv Gummigeschosse und Tränengas abgefeuert hatten. Mit jedem neuen Protest stellt sich auch die Frage, belässt es Peking bei Drohungen? Und wo bleibt die Solidarität des Westens mit den Demonstranten in Hongkong? Chinas Machtspiele, Hongkong ausgeliefert, das diskutiere ich heute mit diesen Gästen, auf die ich mich freue. Willkommen, Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der TAZ. Sie sagt, die einzige Hoffnung für Hongkong ist, dass China es noch als Tor zur Welt benötigt. Willkommen, Bernhard Bartsch von der Bertelsmann Stiftung. Er sagt, Hongkong ist das Epizentrum eines globalen Systemwettbewerbs. Westliche Demokratien sollten Solidarität und Wehrhaftigkeit zeigen und Lernfähigkeit. Hao Gui, DW-Kollege aus der Asienredaktion, willkommen auch Ihnen. Er sagt, China wollte mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Hongkong experimentieren und muss jetzt auch Zugeständnisse machen. Hao Gui, Sie sagen also, China experimentiert in Hongkong. Ist es also ein Machtspiel, in dem die Hongkonger Versuchskaninchen sind? Das ist deswegen ein Experiment, weil dieser Grundsatz, ein Land, zwei Systeme, das ist der Grundsatz, mit dem ja China jetzt über Hongkong herrscht, erfunden in den 80er Jahren, dass es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Kein anderes Land hat experimentiert, sozusagen ein Landesteil ist in dem einen bestimmten Landesteil experimentieren wir ein anderes System, wie zum Beispiel in Hongkong das kapitalistische System. Und deswegen muss man vieles wirklich experimentieren. Sei es vor allem geht es um die gesetzlichen Bestimmungen, aber geht es darum, wie beide Teile eng miteinander verbunden und verzahnt werden können. Und würden Sie sagen, das Experiment ist bereits gescheitert? Nein, würde ich nicht sagen. Wir sind ganz am Anfang dieses Experiments. Versuchskaninchen, Ulrike Herrmann, das ist noch ein ziemlich nettes Bild im Vergleich zu dem, was gezielte Kampagnen, die der chinesischen Führung zugeschrieben werden, auf Facebook verbreitet haben. Da wurden Demonstranten als Kakerlaken dargestellt. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Naja, also es ist ja völlig klar, dass die chinesische Führung versucht, ihre eigene, das muss man ja vielleicht hart sagen, Diktatur dadurch zu stabilisieren, dass sie auf Nationalismus setzt. Und nicht, also es wird jetzt so getan, als würden die Hongkong-Chinesen eigentlich nur von Amerika gesteuert, als ging es darum, China zu unterwandern. Also es geht, das ist ja immer das Gleiche, der andere wird abgewertet und man selber wird als Gefahr, gefährdet dargestellt. Und der Versuch der chinesischen Führung ist eben, ihr Volk hinter sich zu bringen und auf jeden Fall zu verhindern, dass jetzt dieser Wunsch nach Demokratie auch auf Festlandchina übergreift. Facebook und Twitter haben zahlreiche Konten, Bernhard Bartsch, die diese Kampagnen verbreitet hatten, ja dicht gemacht. Bei wem sucht Peking also mit solchen Posts die Deutungshoheit? Denn in China kann man das ja gar nicht sehen. Es geht für Peking bestimmt nicht nur um die eigene Bevölkerung, obwohl die enorm wichtig ist. Und da haben wir ja gesehen, da ist China sehr stark dabei, das Narrativ auch noch zu formen. Weil das ist nicht ausgemachte Sache, dass sie das voll unter Kontrolle haben. Gerade die Proteste in Hongkong, mit denen ja keiner gerechnet hat, haben denen gezeigt, da gibt es unterschwellige Strömungen, die völlig überraschend und sehr, sehr groß aufpoppen können. Aber für Peking geht es natürlich auch um die Deutungshoheit in der Welt, um die Nachbarn und um diese Machtprojektion von China, das jetzt ein Gegenmodell zu den westlichen Demokratien darstellen kann. Deutungshoheit wollen aber ja auch die Hongkonger, Hao Gui. Wie sieht es zum Beispiel da mit den Kampagnen aus? Also wir haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Beispiel Anzeigen gesehen, die von Expat-Hongkongern geschaltet wurden, unter der Überschrift Hongkong fällt. Da wird davor gewarnt, dass Hongkong kurz davor stehe, ein Polizeistaat zu werden. Übertreiben die da? Ist schon richtig, dass im Moment diese Kampf, also die Rivalität zwischen den zwei Systemen, jetzt auch nicht nur in Hongkong ausgetragen wird, sondern auch vielmehr auch im Ausland. In Deutschland zum Beispiel gab es letztes Wochenende auch in Deutschland vor dem Brandenburger Tor zum Beispiel oder vor dem Kölner Hauptbahnhof Demonstrationen für chinesische Positionen. Die sehen, dass Hongkong im Moment in einer Situation ist, zwar hat das Basic Law, also das Grundgesetz, das ja China mit Großbritannien ausgehandelt hatten Ende der 80er Jahre,
eine Demokratie vorsieht, aber diese Implementierung der ganzen rechtlichen Prozesse bis heute noch nicht komplett umgesetzt sind. Und deswegen sind die Hongkong etwas aufgebracht, nicht nur, weil sie diskriminiert gesehen haben, weil Chinas Wirtschaft wirklich sehr schnell wächst, sondern weil sie glauben, dass die politische Zukunft dieser Stadt nicht sicher ist. Politische Zukunft deswegen nicht sicher, weil die versprochenen Direktwahlen nicht stattfinden konnten. Aufgrund der Hinderung durch die Zentralregierung hat es inzwischen natürlich auch Versuch gegeben. Aber bisher haben sie das Versprechen nicht eingelöst. Mhm. Da wollte ich sowieso nachfragen, Bernhard Bartsch, welche Rechte eigentlich, die den Hongkongern in dem Vertrag bis 2047 zugesichert wurden, China bereits eingeschränkt hat. Auch im Alltag. Sie waren ja im März erst auch noch in Hongkong. Mhm. Die Pressefreiheit ist ganz deutlich beschnitten worden in den letzten Jahren. Und jetzt, das war ja der Auslöser der Proteste, eben das Rechtssystem. Das war immer das Markenzeichen von Hongkong und auch die Rolle, die es für die Volksrepublik gespielt hat, dass in China ein westliches, britisches, unabhängiges Rechtssystem existiert. Und dieses Auslieferungsgesetz unterminierte das. Du sagtest gerade, dieses Experiment, ein Land, zwei Systeme, ist ganz am Anfang. Ich glaube, aus Hongkonger Sicht ist es jetzt eigentlich genau in der Mitte, weil die Übergabe ist 22 Jahre her, 27 Jahre sind noch und die Hongkonger fragen sich jetzt, was wird aus dem Land? Und gerade die junge Generation, die wird natürlich da sein, wenn das ausläuft. Und dann ist genau die Frage, wird das langfristig ein Land, zwei Systeme bleiben oder wird China 2047 Hongkong zu einfach einer anderen x-beliebigen Stadt in China machen. Das ist die Horrorvision, die die jungen Hongkonger haben. Aber es gibt ja noch Horrorvisionen, die quasi die Gegenwart also betreffen. Denn da wurden ja auch Demonstranten schon mit Terroristen verglichen. Vielleicht schauen wir uns an, wie im Prinzip Chinas Staatsmedien oder die staatsnahen Medien den 1,3 Milliarden Menschen in Festland China versuchen, die Botschaften über Hongkong näher zu bringen. So zeigen Chinas Staatsmedien die Lage in Hongkong. Eine Stadt im Chaos. Demonstranten maskiert und gewaltbereit. Angeblich Banditen und Terroristen. Die zeitweise Besetzung des Hongkonger Flughafens ordnen die Hauptnachrichten so ein. Wir verurteilen diesen beinahe terroristischen Akt aufs Schärfste und drücken den verletzten Chinesen und Polizisten unser tief empfundenes Mitgefühl aus. Auch die Zeitungen füttern ihre Leser mit Gewaltbildern. Beim Volk kommt diese Propaganda an. Ich denke, man kann auf die Straße gehen und ganz normal demonstrieren. Aber man sollte die öffentliche Ordnung nicht zerstören und gewalttätig werden. Nur Terroristen machen so etwas. Und auch diese Bilder verbreitet Peking tagelang. Truppenübungen in Shenzhen an der Stadtgrenze zu Hongkong. Doch braucht China noch Waffengewalt, um Hongkongs Widerstand zu brechen? Das ist ja eine ziemlich sensible Frage, Ulrike Herrmann. Schauen wir mal vielleicht auf andere Formen des Drucks, wirtschaftlichen Druck zum Beispiel. Unternehmen werden aufgefordert, wie zum Beispiel eine Fluggesellschaft, Angestellte, die sich an den Protesten beteiligt haben, zu entlassen. Wie viel Druckspielraum ist da noch für Peking? Naja, das ist ja ein zweiseitiges Schwert für Peking, weil es ja im Augenblick so ist, dass Hongkong eine entscheidende, wichtige Sonderrolle in diesem Gesamtsystem hat. Also eigentlich sind alle internationalen Banken eben in Hongkong und machen von dort aus die Geschäfte nach China. Und Hongkong ist auch ein sehr wichtiger Hafen, um überhaupt Waren nach China reinzubringen. Also für alle Firmen in Westeuropa war es sehr attraktiv, ihre Zentrale in Hongkong zu haben, genau weil es da ein Rechtssystem gibt, das dem Westen ähnelt. Also es gab bisher diese absolute Rechtssicherheit. Die Europäer haben sich da wohlgefühlt, eben weil sie nicht in einer Diktatur gelebt haben. Das muss einem ja schon klar sein. China ist kein freies Land. Und deswegen waren die Westeuropäer eigentlich tendenziell alle in Hongkong. Wenn jetzt diese Insel geschlossen wird, dann bedeutet das nicht, dass jetzt plötzlich alle Firmen nach Peking umziehen würden, sondern die würden wahrscheinlich nach Singapur gehen. Also für China ist das ein enormes Problem, wenn plötzlich dieses Ein Land, zwei Systeme, wenn dieses Prinzip aufgegeben wird. Erstens, weil die Westler diese Art von Unterdrückung nicht wollen. Und das zweite Problem wäre natürlich, dass China dann klar macht,
in die ganze Welt hinein, was es tatsächlich ist, nämlich eine Diktatur, die völkerrechtliche Verträge bricht. Aber ist es denn so, dass Sie trotzdem damit rechnen, dass dieser wirtschaftliche Druck noch ausgeschöpft wird? Oder glauben Sie, das war es jetzt mit dem bisschen Druck? Also ich glaube, dass eigentlich das Problem jetzt an einer ganz anderen Stelle auftaucht. Nämlich, es gibt keine Exit-Strategie. Also das ist ja immer das Problem, wenn man eskaliert, dass man irgendwie gucken muss, wie kommt man da eigentlich wieder raus aus dieser Situation. Und die Demonstranten in Hongkong haben keinen Plan, glaube ich, was daran liegt, dass sie auch keine zentralen Köpfe haben. Das war ja die Lektion aus der letzten Protestwelle, dass man auf keinen Fall Führer haben darf, weil die werden dann auf jeden Fall ins Gefängnis gesteckt für Jahre. Also diesmal ist es ungeordnet. Das führt dann aber auch dazu, dass es zum Teil zu Gewalt kommt. Es gibt aber niemanden auf der Seite der Demonstranten, der jetzt legitimiert wäre, zu verhandeln. Man müsste ja aber langsam mal verhandeln. Und auf der anderen Seite, glaube ich, weiß China auch nicht, was man jetzt macht. Also irgendwie hat man die Idee. Fragen wir mal bei Hao Gui nach. Wissen das die Chinesen nicht oder wollen sie es nur nicht so preisgeben? Ist es so ein bisschen zickzack für uns? Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich immer der Meinung bin, dass Peking im Moment keine Instrumente hat, weiteren Druck auszuüben. Man kann natürlich die Soldaten an die Grenze schicken. Das schüchtert ein, das schreckt ab. Aber an der Sache, an dem Ergebnis, da hat sich nichts verändert, dass immer mehr Menschen noch auf die Straßen gegangen sind, nachdem die Truppen an die Grenze geschickt worden sind. Zuletzt ja auch friedlich, also da wurde auf Gewalt verzichtet. Richtig, genau. Und die Soldaten dürfen erst dann nach Hongkong marschieren, zwar nach dem Basic, nach dem Gesetz, wenn die Verwaltungschefin Carrie Lam Peking offiziell drum bittet. Und das hat sie schon auch mehrfach betont, trotz der Spannungen in Hongkong, dass sie das nicht tun würde. Das hat nämlich den folgenden Hintergrund. A, ist eine Verwaltungschefin natürlich zur Treue zu Peking verpflichtet, weil sie vom Staatspräsident oder von der chinesischen Zentralregierung berufen wird. Aber auf der anderen Seite muss sie aber, wie eine Demokratie, auch den Bürgern verpflichten. Und die Bürger haben schon klar gesagt, dass sie nicht wollen, dass die chinesischen Soldaten sich in die Angelegenheit von Hongkong einmischen. Und das wird China auch nicht tun. Weil China sagt bei vielen internationalen Konflikten, dass friedliche Methoden eingesetzt werden müssten. Und das kann nicht einfach sein, dass sie sagen, ja, bei mir zu Hause habe ich ein Problem, dann setze ich meine Soldaten ein. Sagen Sie jetzt so einfach, wir erinnern uns vielleicht mal an das Jahr 1989. Da ist es ja passiert. Das war vielleicht anders, aber ich möchte die Bilder trotzdem gerne zeigen. Als Drohkulisse hatte China das Militär aufgebaut und es gab dann bei der Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung auf dem Pekinger Platz des Himmlischen Friedens 1989 diese Bilder. Wie viele Menschen genau durch die Armee getötet wurden, ist nicht offiziell bekannt bis heute. Schätzungen reichen von mehreren hundert bis zu mehr als 1000 Todesopfern. Bernhard Bartsch, glauben Sie, dass sich sowas wiederholen kann? Ich glaube das nicht und hoffe es sowieso nicht. Das ist auch für Peking ein Trauma, 1989. Das ist aber auch eine ganz andere Situation in Hongkong. Das ist nicht ein besetzter zentraler Platz, sondern das sind Demonstranten auf den Straßen. Und ich glaube, Peking ist völlig klar, was das für eine drastische Maßnahme wäre, da jetzt mit Militär aufzumarschieren. Außerdem haben die Demonstranten auch schon gesagt, wenn das Militär oder Militärpolizei kommt, dann gehen wir halt nach Hause. Und wir kommen irgendwann wieder, wenn die weg sind. Die können ja nicht ewig bleiben. Das klingt jetzt alles so, als würden die Pekinger einfach so ein bisschen weitermachen wie jetzt. Aber da fehlt ja dann doch das, was Ulrike Herrmann gesagt hat, eine Exit-Strategie. Was man anbieten kann. Carrie Lam hat jetzt zum Beispiel Dialog mit Bürgern angeboten. Ist das ernst zu nehmen? Ich glaube, da ist es, wie Hao Gui sagt, da hat China keine Instrumente für. China ist immer in dem Modus von Grenzen aufzeichnen und auch ganz deutlich machen, da gehen wir nicht hinter zurück. Und das wäre jetzt eine Situation, da müsste man verhandeln. Das ist etwas, das ist nicht eingeübt im chinesischen System. Dort ist eingeübt, Druck aufbauen. Das wird durch die Polizei aufgebaut, das wird durch die Unternehmen aufgebaut. Dort ist, glaube ich, noch eine Menge Eskalationspotenzial. Das hat gerade erst angefangen. Zum Beispiel? Mit Cathay Pacific. Zum Beispiel heute ist so eine Geschichte, die die Hongkonger umtreibt, dass es jetzt Crowdsourcing-Plattformen gibt, die suchen, welche Mitarbeiter von der Fluglinie Cathay Pacific sich an Demonstrationen beteiligt haben und dann auf Druck von Peking davon bedroht sind, entlassen zu werden. Über 20.000 Leute sind offenbar auf diesen Crowdsourcing-Plattformen unterwegs und
verpetzen da quasi Mitarbeiter. Und wenn man sich das über die ganze Breite des Hongkonger Wirtschaftslebens überlegt und auch ja weiß, dass in den letzten Wochen hunderte Hongkonger Manager nach China gefahren sind, um sich Instruktionen abzuholen, dann hat das ein enormes Potenzial, das Leben der Demonstranten zur Hölle zu machen. Dieser Gedanke, den finde ich interessant, weil Sie da auch noch mal was ansprechen, was sowas auch fast wie so eine Verpetzen, haben Sie gesagt, wie so ein die Zensur übernehmen, die Diktatur vielleicht auch übernehmen und weitertragen. Die chinesische Journalistin Franka Lu sagt in der Zeit, ein Massaker sieht heute anders aus. Nämlich die Niederschlagung in große Zahl scheinbar kleiner Ereignisse aufteilen. Man stachelt die verschiedenen Gruppen zum Hass an. Das ist also jetzt der Weg? Ich glaube, das ist sehr gut beschrieben. Das wird dezentralisiert. Es wird darauf abgezielt, dass man einzelne Leute identifiziert mit allen technischen auch Maßnahmen, die China natürlich hat. Und dann werden sie unter Druck gesetzt. Face-to-face, einzeln. Und dann wird ihnen und ihren Familien klargemacht, was ihnen droht, wenn sie da weiter mitmachen. Und in der Volksrepublik, da sehen wir das ja in großem Maßstab, wie das funktioniert bei Bürgerrechtsanwälten und anderen. Und in Hongkong wird jetzt, glaube ich, auch mit diesen Methoden gearbeitet. Es gibt, glaube ich, einen anderen Aspekt, warum dieses Massaker 89 heute in Hongkong nicht mehr wiederholt wird. Dem vor 30 Jahren haben sie natürlich hat die letzte Entscheidung hat der chinesische Reformpolitiker Deng Xiaoping getroffen, der unter anderem auch das Ein Land, zwei Systeme auch erfunden hatte. Der hat damit gerechnet, dass nach dem Massaker der Westen schnell dieses Geschehen nicht vergisst, hat er öffentlich gesagt. Das hat die westliche Welt nicht vergessen. Immer noch 30 Jahre nach diesem Massaker gedenkt man noch öffentlich den Todesopfern und fordert die KP auf, dieses Ereignis restlos aufzuklären. In Hongkong ist die Situation etwas anders gelagert, denn vor 30 Jahren, 89, sind die Studenten einfach auf die Straße gegangen. Sie haben Demokratie und Freiheiten gefordert, ohne genau zu wissen, wie sie dahin erreichen. Und in Hongkong gehen die Menschen deswegen auf die Straße, weil sie sagen, wir haben im Gesetz einen Anspruch. Der Anspruch ist bis heute noch nicht umgesetzt. Wir fordern eine schnelle Umsetzung von den direkten Wahlen. Das sind zwei Paar getrennte Schuhe, also die etwas unterschiedlich sind. Und der chinesische Regierung sind deswegen nicht handlungsfähig, weil sie sagen, ein Land, zwei Systeme, das ist im Moment der Grundsatz für Hongkong. Und sie können nicht sagen, wir schaffen das andere System schnell ab und tun, was wir in China praktizieren. Aber China hat doch diesmal die Mehrheit der eigenen Bevölkerung hinter sich. Es gibt eine Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, die sagt, China hat schon gewonnen. Weil es eben bei den Festlandchinesen, wir haben das eben gesehen, einfach weil die das auch verteufeln, was in Hongkong passiert. Bei der Bildung der öffentlichen Meinung, ja. Weil, das muss man auch fairerweise sagen, diese Proteste gibt es schon seit April. Die chinesischen Staatsmedien haben monatelang nichts dazu gesagt. Die haben geschwiegen, bis eines Tages wahrscheinlich die Partei gesagt hat, es geht so nicht mehr weiter. Wir müssen diese Demonstranten, die ja friedlich sind in Hongkong, als Gewalttäter brandmarken, damit wir in der öffentlichen Meinung, auch international, eine Nase davon liegen. Ja, zu sagen, die sind deswegen, damit wir die Hongkong-Proteste in Hongkong grundsätzlich und generell moralisch verurteilen können. Mhm. Einigkeit und Patriotismus, das ist das Motto der 70-Jahr-Feiern zur Gründung der Volksrepublik China, die am 1. Oktober stattfinden werden. Bernhard Bartsch, dieses Motto müsste doch aber Xi Jinping mit allen Mitteln verteidigen. Und es gab jetzt in den letzten Tagen Ansagen aus Peking, dass dieses Hongkong-Problem bitte bis Oktober auch wirklich gelöst sein muss, denn dann soll es Frieden herrschen. Glaube ich nicht. Ansagen aus Peking, das ist der Wunsch. Man hat also gemerkt, kurzfristig kriegt man das nicht hin. Mir ist auch völlig unklar, wie das funktionieren soll. Aber das ist wirklich eine Überraschung. Ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass noch mal eine so große Demonstrationswelle in Hongkong kommen würde. Das hat, glaube ich, alle überrascht. Und Peking ist auch, glaube ich, völlig ratlos, wie sie damit umgehen sollen. Und diese 70 Jahre Gründung der Volksrepublik China ist ein weiteres Argument, warum Xi Jinping keine Gewalt anwenden wird. Der möchte gerne für ruhige Schlagzeilen in der internationalen Presse sorgen. Aber möchte er, dass sich zum Beispiel Taiwans Spitzenpolitiker solidarisieren, wie das jetzt schon passiert? Das ist ja ein Flecken,
China aus chinesischer Perspektive, wo im Januar gewählt wird und wo ja im Prinzip jetzt diese Solidarisierung stattfindet. Ist es nicht viel wichtiger, jetzt was im Keim zu ersticken aus chinesischer Perspektive, was sonst irgendwie möglicherweise noch die Nachbarschaft mit befällt? Also das ganze China-Souveränität, das Ein-China inklusive Taiwan, war das höchste Gebot bei der Legitimation der KP. Der Kommunistischen Partei. Der Kommunistischen Partei übrigens, ja. Und die sagen, ein Land, zwei Systeme ist eine der größten Errungenschaften in der Geschichte. In den vergangenen 7 Jahrzehnten hat sich bewährt, soll es eigentlich ein Erfolg sein, denn mit diesem ein Land, zwei Systeme, das nicht nur für Hongkong, Macau gilt, Macau ist seit übrigens 99 zu China, das wäre ein Modell für Taiwan. Aber aufgrund der Tatsache, dass in Hongkong so viele Menschen unzufrieden sind mit diesem Ein-Land-Zwei-Systeme, da muss sich die Staatsführung in Peking dreimal überlegen, wie sie damit verfahren. Ob sie wirklich offensichtlich und öffentlich eingreifen oder bis eine politische Lösung oder so lange warten, bis eine politische Lösung gefunden wird. Nehmen Sie das eigentlich, Ulrike Herrmann, als Unabhängigkeitsbewegung wahr, was da in Hongkong passiert? Ja, also ich meine, die Forderungen radikalisieren sich ja auch. Also die jetzt, das gibt ja schon die ersten Demonstranten, die jetzt sagen, sie wollen eigentlich nicht nur Demokratie, sondern eine Unabhängigkeit von China. Das ist natürlich auch ein Problem, weil das, würde ich mal sagen, wird auf keinen Fall was, weil die KP beruht ja in ihrem Machtanspruch genau darauf, so ein geeintes China auch darzustellen. Und das ist das Problem. Man weiß eigentlich im Augenblick nicht genau, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte, sodass sich das wieder befriedet. Und was ich nicht glaube, Herr Bartsch hat ja gesagt, die chinesische Führung würde versuchen, einzelne Demonstranten rauszugreifen und sozusagen dann schon mal symbolisch abzustrafen, sodass der Rest Angst kriegt. Und das wird aber in einer Stadt wie Hongkong nicht funktionieren. Also erstens geht es ja um Rechte, die man völkerrechtlich besitzt. Und zweitens ist es, und das ist, glaube ich, auch etwas, womit was einzigartig auf der Welt ist und womit China auch gar nicht umgehen kann. Hongkong ist ja wirklich eine kleine Stadt. Und da sind 8,7 Millionen Menschen. Das ist praktisch wie ein Dorf. Jeder kennt jeden. Und man braucht eigentlich das Internet nicht, um in so einer kleinen Stadt Widerstand zu organisieren. Also diese, oder auch zu kommunizieren. Also diese klassischen Instrumente der Desinformation funktionieren alle in Hongkong gar nicht. Selbst wenn die da alle, wenn Twitter komplett infiltriert würde, es würde nichts bringen, dann würden die Leute eben nicht mehr Twitter benutzen, sondern auf der Straße reden. Ja, die haben so Bluetooth-Mechanismen, mit denen sie sich, wenn sie nebeneinander stehen, irgendwie Nachrichten senden können, ohne dass davon irgendwer was mitbekommt. Ja, genau. Das heißt, man hat es hier mit einer Art Urform von Demokratie zu tun. Das erinnert irgendwie an Athen vor 2000 Jahren. Und deswegen glaube ich auch, dass die Möglichkeiten Chinas begrenzt sind. Aber die Frage ist eben, und dafür braucht man eine Lösung, wie kann jetzt die chinesische Führung, ohne ihr Gesicht zu verlieren, das ist doch der Punkt. Da irgendwie. Da kommen vielleicht andere ins Spiel. Lassen wir erst vielleicht noch mal die Hongkonger selbst zu Wort kommen, bevor wir uns genau der Frage widmen. Je mehr Demonstranten wir sind, desto mehr Menschen werden verhaftet. Doch wir werden nicht aufgeben, bis wir das bekommen, was wir fordern. In diesen 2 Monaten haben wir viel Zeit und viel Geld verloren. Wir haben unsere Gesundheit wegen des Tränengases geschädigt. Aber wir können uns leicht von dem Schaden durch Tränengas erholen. Wir können unser Geld zurückverdienen. Aber wenn wir diesen Kampf verlieren, kann die Demokratie in Hongkong nie wiederhergestellt werden. Wir teilen die gleichen Werte wie die USA und die EU. Wir kämpfen für Demokratie und Gerechtigkeit. Und wir hoffen, dass diese Länder aufstehen und sich für Hongkong einsetzen. Ja, das ist ganz glasklar geäußert, Bernhard Bartsch von der Bertelsmann Stiftung. Die USA und die EU sollen aufstehen, sich für Hongkong einsetzen. Sie haben ja zu Beginn schon von der notwendigen Solidarität gesprochen. Was meinten Sie damit? Welche Formen gibt es da? Ich glaube, es ist ganz bezeichnend, dass die europäische Politik sich sehr, sehr leise verhalten hat bisher. Und ich glaube, es wäre notwendig und angebracht, sich stärker mit Hongkong zu solidarisieren. Denn das ist eben nicht nur eine lokale Geschichte, die in Hongkong stattfindet, sondern das ist ja Teil des großen systemischen Wettbewerbs, den wir gerade weltweit haben. Der Druck, den Demokratien immer mehr spüren, das Erstarken von
autoritären System, das wird da in Hongkong ausgetragen. Und also ein Wettbewerb Autokratien versus Demokratien. Frau Herrmann schüttelt den Kopf. Ja, also ich finde ja schon klar, dass China eine Diktatur ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Demokratien alle leuchten würden. Also gerade die USA mit Trump sind ja auch schon auf dem Weg zu so einer Art selbstgewählten Autokratie. Also zumindest Trump selber denkt ja, er könnte sich über das Gesetz stellen. Also insofern ist er gar nicht so weit weg von den Chinesen. Und ich glaube nicht, dass es sich um Systemwettbewerb handelt, sondern die Frage ist eben eher, wie kann man das Völkerrecht durchsetzen? Das ist, also der Witz ist doch, es ist ganz glasklar geregelt, was in Hongkong passiert. Und zwar in einem Vertrag, den Großbritannien und China abgeschlossen haben und der 1997 in Kraft getreten ist. Sie schütteln wieder den Kopf. Nein, das müsste man nicht mehr völkerrechtlich regeln. Das Basic Law, das Hongkong-Grundgesetz, ist ein Teil der chinesischen Rechtssysteme. China muss nur dafür sorgen, im Rahmen von ein Land, zwei Systeme, dass die Rechte und Pflichtungen in diesem Basic Law umgesetzt werden. Aber wer ist denn China in diesem China Fall? China ist im Moment Peking. Das heißt, der Vorstoß muss ja aus Hongkong kommen und Peking, also die Exit-Strategie oder Ausgang, wie das Ganze ändern würde. Ich glaube, dass nur eine politische Lösung in Frage käme, dass Peking jetzt den Hongkongern sagen, sie wollen natürlich Aufklärung von Polizeigewalt, den Rücktritt von der Verwaltungschefin, aber sie wollen direkte Wahlen. Peking muss nur den Demonstranten in Hongkong nur sagen, ihr könnt ja euren Verwaltungschef oder die sämtliche Sitze im Parlament jetzt direkt wählen, vielleicht nicht jetzt in diesem Jahr, auch im nächsten Jahr, aber zumindest einen Zeitplan. Warum sollte Peking das denn tun, wenn dann lauter Reformkräfte in Peking dieser Regierung sitzen? Peking hat schon mal versucht, 2014, den Menschen in Hongkong die Möglichkeit, eine Direktwahl zu geben. Die Regelung lautete seinerzeit, dass jeder Hongkong darf abstimmen. Aber Peking möchte gerne vorab die Kandidaten aussuchen. Das habe das Hongkong-Parlament abgelehnt. Die notwendige zweidritte Mehrheit wurde im Parlament nicht erreicht. Die sagen, wenn wir direkt wählen, dann müssen die politischen Parteien ihre Kandidaten aufstellen. Dann müssen die Kandidaten von der Bevölkerung kommen, aber nicht von einem Komitee aus Peking. Aber finden Sie das gesichtswahrend, wie Ulrike Herrmann das eben formuliert hat, dieses zu sagen, ja gut, dann wählt ihr jetzt eben das selber. Dann fangen doch alle anderen auch an zu sagen, ja, wollen wir jetzt aber auch mal selber wählen. Ja, de facto Taiwan wählt ja ihre Präsidentin schon selbst. In Macau ist ähnlich, aber Macau ist etwas ruhiger. Aber diese Direktwahlen, der Wunsch kommt nicht von Hongkong. Das ist eine gesetzliche Anforderung des Basic Laws. Wobei das Basic Law ja eben sagte, es könnte möglich sein, Demokratie einzuführen. Das ist keine Verpflichtung, das wurde so verstanden. Das ist alles in den 80er Jahren ausgehandelt unter völlig anderen Bedingungen. Peking verweigert das. Das ist der einzige Fehler in dem Grundgesetz. Ja, die haben zwar das vorgesehen, Peking sieht das als Wunschdenken, aber die Hongkong sagen, das ist eine gesetzliche Bestimmung. Das ist ein ziemlich entscheidender Fehler. Aber Zeitplan ist, gibt es ja nicht. Ulrike Herrmann, wen sehen Sie im Moment besonders in der Pflicht? Sagen Sie auch, das ist eine Angelegenheit, die bitte Hongkong und Peking untereinander klären? Also eigentlich ist das Tragische eben, dass Donald Trump jetzt den Hebel, den er hat, nicht nutzen kann. Also eigentlich, ich meine, diese ganzen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China waren ja absurd, nicht? Das war nun könnte Trump ja tatsächlich sagen, also nur wenn Hongkong mehr Rechte bekommt, schließe ich einen Handelsvertrag mit China ab. Aber das hat er auch schon öffentlich gesagt. Genau, das würden wir auch gerne mal einspielen zum Beweis sozusagen, denn wir sind ja nicht Fake News. Ich würde gern sehen, dass die Sache in Hongkong auf die humane Weise gelöst wird. Ich hoffe, dass Präsident Xi das schaffen wird. Ich glaube, er hat die Fähigkeit dazu, wenn er es will. Das wäre auch sehr gut für das Handelsabkommen, über das wir gerade sprechen. Da ist es doch eigentlich, Ulrike Herrmann. Er sagt doch, das wäre doch gut auch für das Handelsabkommen. Das ist doch dieser Druck, zu sagen, Achtung, Achtung, oder nicht? Ja, nur das Problem ist ja, dass Trump völlig erratisch agiert. Und man weiß ja nicht, was er schon übermorgen wieder als Problem sonst wo in der Welt entdeckt hat. Also während er das, also China droht, es könnte kein Handelsabkommen geben, es sei denn, man einigt sich in Hongkong, ist er ja schon wieder dabei, dass er Grönland kaufen will. Und hat dann einen Konflikt mit Dänemark vom Zaun gebrochen. Also das Problem ist, dass wir mit Trump eben einen Präsidenten haben, dem man nicht trauen kann. Also keine Ahnung. Oder er trifft sich noch mal mit Xi und findet den dann wieder sympathisch und schon ist alles anders.
Glauben Sie das auch, Bernhard Bartsch? Oder ist diese Möglichkeit zu sagen, in den ganzen Handelsstreit rechnet man irgendwie die Hongkonger Proteste noch mit rein, ist die realistisch? Also, dass die USA das Spiel spielen, ist völlig klar. Die haben diesen großen Konflikt mit China. Und wenn Xi Jinping da jetzt noch eine weitere Scharte hat, dann nutzen die Amerikaner das natürlich aus. Für uns in Europa ist das aber keine Handlungsoption, weil die Partnerschaft mit den USA im Moment ja nicht so funktioniert, wie wir uns das wünschen würden. Da müssen wir schon selbstständiger werden. Und das ist, glaube ich, ohnehin die große Lektion der letzten Jahre, dass wir in Europa mehr weltpolitisch auf eigenen Beinen stehen müssen und abschätzen müssen, wo wir uns wie engagieren. Und ich glaube, da ist Hongkong so ein Fall, wo wir merken, um was für Konflikte es geht und wo wir uns da wie positionieren müssen. Da haben Sie diese Lernfähigkeit angesprochen. Also es gibt Leute, die sagen, wir haben hier eine Lehrstunde in Hongkong in Sachen zivilen Ungehorsam. Ist es das, was Sie denken, was wir mehr integrieren müssen in Europa? Oder wie können wir hier überhaupt als Akteur eine Rolle spielen in dem Ganzen? Werden Sie mal sehr konkret. Mhm. Zum einen sehen wir in Hongkong noch mal, wie starke autoritäre Systeme Demokratie und demokratische Bewegungen unterwandern. Das ist das gleiche Playbook, nach dem Russland in den USA spielt. Und das fühlen wir auch bei uns. China versucht nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auch bei uns das Narrativ zu bestimmen. Und das nicht nur mit Methoden, die völlig offen und sauber gespielt sind. Das andere, was wir aber auch lernen müssen, ist, und da stimme ich Ihnen letztlich zu, unsere Demokratien haben nicht mehr die Strahlkraft und auch das Selbstbewusstsein, das wir mal wahrscheinlich fälschlicherweise hatten. Da müssen wir, glaube ich, sehr selbstkritisch sein und uns auf das besinnen, was wir sind. Es kursiert jetzt ja auch bei Europa-Demonstrationen der sehr richtige Spruch, es ist einfacher für die Demokratie zu kämpfen, solange es sie noch gibt. Danach wird es sehr viel schwerer. Das erleben die Hongkonger gerade, aber das betrifft uns genauso. Ist denen überhaupt damit gedient, Hao Gui, wenn dann irgendwelche Europäer, die noch nicht mal es schaffen, gegen Polen und Ungarn ihre Werte hochzuhalten, dann sagen, ja, wir kommen, wir helfen euch? Es ist ein typisches europäisches Problem. Ich glaube, Europa oder die Europäische Union ist im Moment derzeit mit sich selbst beschäftigt, zum Beispiel mit Brexit, dass es noch nicht ganz klar ist. Es gibt natürlich in der Europäischen Union nur das einzige Land, Großbritannien, ziemlich kritisch und aufdringlich artikuliert hat und Peking aufgefordert ist, Probleme zu beseitigen. Hintergrund ist natürlich diese Hongkong-Citizen, oder ich glaube die Hälfte davon, sind sogenannte britische Bürger im Sinne von British National Overseas. Natürlich hat England auch nach der Rückgabe 97 ein großes Interesse. Das ist deren Bürger. Die sind zwar in China keine britischen Bürger. Sobald sie außerhalb China bewegen, sind sie englische Bürger. Und jetzt gibt es die Idee, dass die Hongkonger möglicherweise die volle britische Staatsbürgerschaft bekommen könnten. Das halten Sie für eine gute Lösung? Das glaube ich nicht, dass sie bekommen. China wäre der Erste, der dagegen hat. Und Völkerrechte wäre das wirklich nicht machbar. Was sie machen könnten, ist, dass die USA weiterhin natürlich diese Druckkulisse aufbaut. Handelsstreit. Ich glaube im Gegenteil, Trump ist rational. Der weiß genau, welche Karten der spielt und welches Ziel erreicht. Und der ist ein Geschäftsmann. Wenn er die Möglichkeit hat, mit China ein Abkommen abzuschließen, dann sagt er Deal. Wie es mit Hongkong weitergeht, interessiert ihn. Der wird auch gar nicht in Hongkong gewählt. Das sage ich ja. Die Menschen interessieren ihn nicht. Aber das könnte den Menschen ja auch egal sein, wenn er nur die Situation ändert. Genau, aber die braucht die Drohkulisse, um Peking unter Druck zu setzen, dann um Peking zu einer Einigung zu zwingen. England oder Großbritannien tut es auch mit ein bisschen Eigennutzen, dem möchte gerne ein bisschen Ruhe hier in die Kiste zurückkehren, damit die Interessen ihrer Bürger, zwar auch in den British National Overseas, aber trotzdem gesichert bleiben. Auch Kanada hat sich heute artikuliert. In Hongkong sind, glaube ich, 300.000 kanadische Staatsbürger, auch doppelte Staatsbürgerschaft. Ne? All das muss die internationale Gesellschaft tun. Deutschland ist deswegen etwas ruhig, weil Deutschland kein klares diplomatisches Interesse in Hongkong hat. Natürlich sind die Wirtschaftsinteressen wichtig. Ja, 600 deutsche Unternehmen mit ca. 40.000 Mitarbeitern. Ja, die sind aber nur die, um die Geschäfte zu machen. Die sind aber und deswegen geht ja die Geschäftsleute alle nach Peking, um sich Instruktionen geben zu lassen. Und wenn die Peking sichert, ihr distanziert euch klar von den Protesten und von den Demonstrationen, da sind die Geschäfte oder der chinesische Markt nicht beeinträchtigt. Nehmen Sie diese Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft auch als Negativpunkt wahr?
Ulrike Herrmann. Naja, ich meine, also das, beim Handel ist es ja immer so, dass die Abhängigkeit ist ja beidseitig. Also es ist ja so, dass die Chinesen wollen ja auch exportieren. Das ist ja nicht so, dass sie nur der Markt wären für die deutschen Produkte, sondern das geht ja beidseitig und die Lieferketten sind sozusagen international auch organisiert. Und es wäre für alle unheimlich hinderlich, wenn man jetzt plötzlich da globale Handelskriege wegen Hongkong anfangen würde. Deswegen glaube ich auch, dass diese Waffe letztlich stumpf ist, chinesischen Führung jetzt ständig zu sagen, wenn es nicht so läuft in Hongkong, wie wir wollen, dann brechen wir alle Kontakte ab. Man muss ja auch sehen, und das macht die Sache aber noch schwieriger, dass ja nach allem, was man weiß, die Zahlen sind ja immer geschönt, die aus China kommen, aber soweit man es sehen kann, bricht da gerade die Wirtschaft ein. So, es werden ja jetzt zum Beispiel die Zinsen schon wieder gesenkt und man hat eine riesen Spekulationsblase im Immobilienbereich und das ist in China sowieso schon schwierig. So, wenn man jetzt, dann kommt noch der Handelskrieg mit den USA, aus meiner Sicht ein völlig irrationales Geschehen bisher und jetzt auch noch Hongkong. Das verkraftet auch die chinesische Wirtschaft nicht mühelos. Aber Sie sind ja am Anfang nicht dahin gegangen zu sagen, Hongkong hat gute Aussichten, dieses Ringen zu gewinnen. Nee, ne? Genau, mein Punkt ist ja, dass die Hoffnung der Hongkonger ist, dass sie gebraucht werden für die chinesische Wirtschaft. Und das deswegen, also als Tor zur Welt. Und dass deswegen auch die Möglichkeiten Chinas, dann letztlich maximalen Druck aufzubauen, begrenzt sind. Aber wie lange noch? Ich hörte, dass innerhalb von 10 Jahren möglicherweise andere Wirtschaftszentren wie Shanghai und Shenzhen auf dem Festland Hongkong den Rang ablaufen können. Ja, das ist aber ja vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung, weil die Firmen sind ja in Hongkong, weil da Rechtssicherheit herrscht. So, das ist doch das Problem für China. Wenn sie jetzt Hongkong kompromisslos zertrümmern, dann weiß doch jede Firma auf der ganzen Welt, wie gefährlich China ist. Und dass es da eben keine Rechtssicherheit gibt. Das heißt, die werden sich nicht so blind nach Shanghai begeben, um da dann freudig Geschäfte zu machen. Es mag ja sein, dass China hier bald die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Aber an einem Punkt hat China eine Schwäche. Nämlich, China ist nicht am internationalen Finanzmarkt angeschlossen. Mhm. Und an den Kapitalmarkt vor allem. Und diesen Zugang zum internationalen Finanz- und Kapitalmarkt bekommen chinesische Unternehmen, ich sage nicht nur, aber überwiegend und sehr leicht über Hongkong. Und das sind nicht nur Privatunternehmen, die sich an der Hongkong-Börse notiert sind, sondern auch viele staatliche Unternehmen. Die haben auch großes Interesse, dass dieser internationale Finanzschauplatz stabil bleibt und dass die Regeln so bleiben, wie sie heute sind. Mhm. Bernhard Bartsch, Sie haben vielleicht von uns allen am genauesten den Einblick in das, wie in Hongkong die Rechte verteidigt werden. Sie haben dort gelebt, schon bevor ein Land zwei Systeme etabliert wurde und danach dann aber auch noch. Trauen Sie den Hongkongern zu, dass sie dieses, was Sie vorhin beschrieben haben, im Prinzip diesen Kampf der verschiedenen Systeme, dass sie den weiter durchhalten? Ich glaube, das ist ein großes Stück weit ein Verzweiflungsakt, den wir da sehen. Haben wir ja schon gesagt, für beide Seiten ist das gerade schwer, da einen Ausweg zu finden. Ich glaube aber, diese Verzweiflung, diese Frage, was wird aus unserer Stadt, werden wir voll chinesisch, die wird bleiben. Die Leute werden irgendwann wieder mehr arbeiten müssen, aber die Unruhe wird bleiben. Und es wird schon entscheidend sein, dass man irgendeinen Kompromiss findet. Und ich glaube, eine realistische Sache wäre, dass diese Forderung der Demonstranten nach einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt und auch der anderen Gewalt während der Demonstration, dass man dem nachkommt. Weil das ist im Grunde die Rechtssicherheit, um die es geht. Und das ist auch genau das, was natürlich das Ausland sehen will, dass diese Rechtssicherheit existiert. Denn wenn die Polizei übergriffig werden kann in Hongkong und das nicht hinterher untersucht wird, dann ist völlig klar, ein Land, zwei Systeme ist Makulatur. Das gibt es de facto nicht. Das ist jetzt eine chinesisch angegliederte Stadt. Wenn das jetzt passiert ist, bevor Angela Merkel dann im September nach China reist, was würden Sie ihr, wenn Sie die Möglichkeit hätten, so zwischen Tür und Angel mitgeben als Ratschlag? Wenn das zugesichert ist, zum Beispiel bereits, dass es eine Polizeiuntersuchung der Gewalt gibt, also von unabhängiger Seite, würden Sie dann sagen, ja gut, damit ist es gelaufen, liebe Bundeskanzlerin? Oder was würden Sie ihr raten, wie sie sich für diese Solidarität noch einsetzen kann? Ich glaube, das wird bis dahin nicht geschehen, aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, den die Bundeskanzlerin machen könnte. Das ist etwas, was auch das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in Hongkong und China ein Stück weit wiederherstellen würde, wenn
Peking sich mit dazu bekennen würde, die Rechtssicherheit in Hongkong zu stärken. Die andere Sache, die unsere Politik und andere westliche Länder wirklich machen müssten, glaube ich, ist auch offen über diese Unsicherheit zu sprechen, wie wir damit umgehen. Nicht den Hongkongern falsche Hoffnungen zu machen, wir unterstützen euch, denn das werden wir nicht tun. Aber man könnte ganz offen sagen, schaut, wir haben Interessen in China, wir haben Abhängigkeiten und da müssen wir offen drüber reden. Wir unterstützen euch und wir unterstützen auch demokratische Bewegungen und auch nicht nur dann, wenn sie schon in der 80. Minute 4-0 führen, sondern einfach, weil das unser Team ist. Aber wir haben Grenzen. Und dann fängt diese Diskussion an, was sind unsere Interessen und was sind unsere Handlungsmöglichkeiten in einer Welt, die immer komplexer wird und in der China wichtiger wird und auch für uns wichtig bleiben soll. China ist ein wichtiger Partner und das soll es auch werden. Aber wir haben gerade eine Menge Probleme mit China. Kommen wir mal zur Schlussrunde. Hao Gui, wo steht Hongkong 2047, wenn das Prinzip ein Land, zwei Systeme offiziell endet? 2047 endet offiziell der Grundsatz ein Land, zwei Systeme eigentlich nicht. Das hat das Grundgesetz nicht vorgesehen. Vorgesehen ist ja 50 Jahre kapitalistisches Kapitalismus und der Lebensstil wird für 50 Jahre befristet, wobei die Befristung eher eine symbolische Kraft hat. Ich denke schon, dass diese Krise überwunden wird. Den letztendlichen Ausweg kommt nur zustande, wenn Peking und Hongkong in aller Ruhe über die Demokratiereformen in der Stadt in aller Ruhe diskutieren und um eine einvernehmliche Lösung zu finden, was wir auch in der westlichen Demokratie auch immer üblich ist. Und das zeigt, dass in dem einen Land zwei Systeme gibt. In dem einen System, das ist ein demokratisches und da kann man an einem Tisch über einen Ausweg aushandeln. Was meinen Sie, Ulrike Herrmann? Das Interessante ist ja gar nicht, ob sich Hongkong verändert, sondern das Interessante ist, ob sich China verändert. Also was man ja doch auch sich vorstellen kann, ist, dass sich China trotz allem und trotz aller Schwierigkeiten ebenfalls demokratisiert. Das können Sie sich vorstellen, bis 2047. Das sind noch 22 Jahre. Genau, und diese Diktatur ist zwar allumfassend und gleichzeitig von innen ständig bedroht. Man weiß doch nicht, was in China in 22 Jahren passiert. Also, ich hoffe auch, dass wir das hier noch öfter diskutieren. Aber das war noch mal ein Paukenschlag am Ende. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ihnen danke ich fürs Diskutieren. Machen Sie es gut. Bis bald hier bei Quadriga. Wiedersehen.